Liebe Kinder- und Jugendfeuerwehrwarte, wir sind mittlerweile mittendrin im Jahr 2022. Euch an dieser Stelle deshalb noch alles Gute, viel Glück und Gesundheit für das neue Jahr. Die ersten Wochen in diesem neuen Jahr zeigen uns ganz deutlich, auch in 2022 werden wir in den Feuerwehren, insbesondere auch hier bei uns, in der Jugendarbeit vor besondere Herausforderungen gestellt. In den vergangenen Tagen habt ihr als Kinder- und Jugendfeuerwehrwarte von uns aber Präsente bekommen. Quasi so verspätete Weihnachtsgeschenke. Darunter ist nicht nur ein Tragebeutel und unser Jahreskalender, übrigens mittlerweile im dritten Jahr, sondern auch ein Block und ein Bleistift im Design der Kreisjugendfeuerwehr. Und damit haben wir etwas Besonderes mit euch vor. Wir wollen nämlich von euch wissen, was wünscht ihr euch für 2022 für eure Arbeit in den Kinder- und Jugendfeuerwehren, aber natürlich auch in der Freiwilligen Feuerwehr. Schreibt es auf eure neuen Blöcke und postet das Ganze mit einem Hashtag Kreisjugendfeuerwehr Northeim 22. Wir machen das ein bisschen kurz, KJFNOM 22. Wir wollen die Ergebnisse dann sammeln und schauen, was eure Wünsche für dieses herausfordernde Jahr sind und wie wir euch nach Kräften unterstützen können. Unsere Unterstützung, die gilt euch natürlich auch in diesem Jahr. Wir setzen unter anderem das Projekt Feuerwehr Open Air fort, haben viel Material für euch zum Ausleihen bereitgestellt und bereits jetzt eine ganze Reihe an Ideen, wie wir euch in diesem Jahr auch digital oder auch vor Ort unterhalten können. Das Ganze soll möglichst eine Normalität schaffen, die wir in den letzten Wochen, Monaten, mittlerweile leider auch Jahren vermissen. Haltet durch und seid für eure Kinder und Jugendlichen auch in diesen fordernden Pandemiezeiten da. Denn sie brauchen uns und euch aktuell mehr denn je.